Fremde im Lager? Ja.
Ich werde das unterwegs erklären. Ich bin noch nicht Ratmas Beschreibung des Rituals war schwer verständlich. Und Elias' Notizen waren kaum besser. Ich glaube jedoch, ich weiß, wie ich erneut mit meiner Mutter sprechen kann. Die Brise, die vom Schwarzen See herüberweht. Spürt ihr sie? Beeilen wir uns. Mutter? Mutter, bitte! Kannst du mich hören? Mein kleines Vögelchen, du bist es. Ich kann dich retten, Mutter. Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... Mireille, hör auf. Von meinen eigenen Fehlern kann ich nicht gerettet werden. Dieser Körper ist nur eine Hülle. Mein Geist muss weiterziehen. Und du musst mich gehen lassen. Mutter, nein. Ich brauche dich. Du musst deinen eigenen Weg gehen, ohne mich. Aber ich kann dir noch ein letztes Mal helfen, bevor ich gehe. Du hast
den göttlichen Segen. Dein Blut ist der nötige Schlüssel. Geliebt. Mutter. Nirel. Der Weg ist frei. Wir müssen gehen. Aber meint ihr, Lilith ist überhaupt noch da? Es ist so lange her. Ich befürchte, dieses Mal hat sie gewonnen. Außerdem muss ich mich um meine Mutter kümmern. Doch es ist noch nicht vorbei. Nicht für euch. Lilith wollte zu Radma. Sucht ihn. Findet den Grund heraus. Ich kehre zum Gewölbe zurück. Ja? Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie war hier. Ihr seid der letzte Besucher meines Sanktums. Auch wenn ihr zu spät kommt. Genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah, wie meine Visionen es prophezeiten. Wie schnell wir uns dem Ende der Prophezeiung nähern.
Befreiung wurde zu meiner Bürde. Es gab andere, die davon wussten. Doch sie konnten das Wesen solcher Dinge nicht verstehen. Ich wusste, dass Inarius eingreifen würde, in dem Glauben, sie gelte ihm. Er sah sich selbst als Erlöser, der das Herz des Hasses in der Hölle durchbohrt. Ich brauche mehr Zeit.
Frage der Zeit, bis Inarius herausfinden würde, was ich getan habe. Und kommen würde, um den Schlüssel einzufordern. Mein eigenes Schicksal und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist zu groß, als dass eine undankbare Ausgeburt wie du es verstehen könnte.
Viggo, wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerill! Nerill! Ist sie in Sicherheit? Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergebt ihr das für mich? Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein, nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen, um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja, jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Ihr braucht diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Schlüssel zur Hölle. Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum. Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. So ruhig. Wo ist sie? Ist er das? Ist das Ratno? Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen. Ratma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Thank you.
als nur die Tore der Hölle. Eröffnet uns den Weg in die Zukunft. Eine Zukunft möglich gemacht durch dein Opfer, mein Sohn. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein.
Ich nehm's. Was habt ihr noch? Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Ratnas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Nerel. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Ratmar zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden.